Wir gesetzliche Krankenkassen, wir starten am 1. Januar 2021 in das Aktenzeitalter. Die elektronische Patientenakte, die dann für alle Krankenkassen vorgeschrieben wird, ist heute schon Standard und Angebot der Techniker Krankenkasse mit unserem Produkt TK Safe. Wichtig wird sein, dass diese Akten auch tatsächlich mit Inhalten gefüllt sind. Dafür ist wichtig, dass viele Leistungserbringer sich anschließen an die Telematik-Infrastruktur und dass wir schnell vorankommen, die notwendigen Standardisierungsprozesse voranzutreiben, damit die Daten in der Akte auch tatsächlich nutzbar sind. Wir würden dann gerne attraktive Services anbieten. Wir Krankenkassen konkurrieren nicht um die Daten. Wir konkurrieren um die optimalen Services, die wir mit Zustimmung des Versicherten aus diesen Daten gewinnen können. Und wir werden dabei nicht stehen bleiben, weil wir als deutsches Sozialsystem ein Interesse daran haben müssen, dass wir in einer Welt der Plattformökonomie relevante Angebote, ein relevanter Partner bei der Gesundheitsversorgung bleiben, damit nicht entsprechende Angebote an amerikanische oder asiatische Konzerne abwandern.